Erinnere dich mal, machen wir das mit deinem Ex-Partner. Weil wenn du jetzt einen Partner hast, machen wir das nicht. Aber machen wir das mal mit deinem Ex-Partner. Erinnere dich daran, als du deinen Ex-Partner das erste Mal gesehen hast. Innerhalb der ersten 4-5 Sekunden hast du genau gewusst, das wird was oder das wird nichts. Und wenn du da gespürt hast, es ist ja dein Ex-Partner, also musst du da gespürt haben, das wird nichts. Ja? Aber dann sind sofort nach den 4 Sekunden kommen die Hormone dazu, das, was sie schön geredet hat, gesagt, nein, vielleicht kann ich ihn ja doch noch verändern oder ist er doch ganz schön und so weiter. Und dann ist man irgendwann in der rosa Brille drin und hat verloren. Ja? Aber am Ende, erinnere dich mal zurück, du hast es gewusst. Ja? Also wenn du die Farben nicht sehen kannst, fühle wirklich dein Bauchgefühl und lass dich da nicht irritieren. Doch gehen wir wieder zurück zur Aura. Du wirst merken, mit der Zeit, wenn du das regelmäßig machst, kommen immer mehr Farben. Du wirst immer mehr Farben wahrnehmen können. Und mit der Zeit wirst du auch die Aura lesen lernen. Du wirst einfach auch Menschen, so habe ich Aura lesen gelernt. Ich empfehle euch nicht, irgendwie ein Aura-Buch zu kaufen oder im Google nachzuschlagen, was bedeutet Rot in der Aura, was bedeutet Grün in der Aura, weil da bekommst du eine Interpretation von irgendjemandem, der für den das so zum Beispiel richtig ist. Am besten ist es, sein eigenes Farblexikon zu machen, also Menschen beginnen zu beobachten, ja. Zuschauen, wenn dir zum Beispiel jemand erzählt, dass er, das sind so meine Erfahrungen, wenn mir Menschen erzählt haben, ja, ich bin gerade dran, mich neu zu orientieren beruflich, ich möchte in eine neue Richtung gehen oder ich mache mich selbstständig, habe ich bei den Menschen immer gesehen, dass da so ein helles Grün quasi im Berufsfeld drin ist oder in der Aura drin ist. Dann habe ich gewusst, okay, dieser Mensch ist gerade daran, sich neu zu orientieren, in eine neue Richtung zu gehen. Grün ist so, wie wenn es sich so wie im Frühling angefühlt hat, wenn so die Pflanzen sprießen. Ja, ist bei jemandem wirklich so eher ein dunkles Grün. Dann habe ich so gemerkt, okay, und hat sich dieses dunkle Grün für mich nicht mehr so schön und fließend und nach Frühling angefühlt, sondern eher so ein bisschen festgefahren, steif und so weiter, habe ich gewusst, okay, hier stagniert irgendwie die Energie. Also auch zum Beispiel, die finanzielle Energie kann man rauslesen, also wie gut es jemand finanziell geht, kann man auch aus der Aura rauslesen, das zeigt sich oft in Grüntönen. Und so empfehle ich dir, einfach mal Menschen so ein bisschen zu beobachten, Menschen, die verliebt sind, Menschen, die glücklich sind, Menschen, die wirklich vor Gesundheit strotzen, Menschen, die krank sind, Menschen, die böse sind oder die wütend sind, mediale Menschen, künstlerische Menschen, also all die verschiedenen Menschentypen immer wieder zu beobachten und zu schauen, welche Gemeinsamkeiten haben zum Beispiel Künstler? Ja? Welche Gemeinsamkeiten haben Menschen, die zum Beispiel gerade den Partner verloren haben oder die krank sind? Und so lernst du eigentlich durch deine Beobachtungsgabe immer mehr die Sprache der Aura kennen. Und es macht auch unglaublich viel Spaß. Und das Spannende ist, du wirst auch merken, dass wie mehr du Menschen beobachtest und dich probierst, in sie hineinzuversetzen, dass dein Bauchgefühl, deine Intuition und auch dein Aura-Sehen immer mehr in den Vordergrund kommt. Was du auch noch machen kannst, ist zum Beispiel, das ist etwas, was mega spannend ist, wenn man in einer neuen Stadt ist oder so, dass man auch mal wirklich sich vom Bauchgefühl führen lässt. Also, dass du einfach auch mal sagst, okay, ich laufe jetzt einfach mal die Straßen entlang und schaust mal, wo gibt's Impulse zum Beispiel zum Abbiegen oder so. Also, dass du zum Beispiel auch mal sagst, okay, liebe Intuition, liebes Bauchgefühl, ich suche den nächsten Supermarkt. Und dann gehst du einfach mal los und hörst auf dein Bauchgefühl, mal ganz bewusst, wie ein Navi. Ja? Und dann spürst du, hast du vielleicht einfach so das Gefühl, ich glaube, ich muss jetzt mal links abbiegen. Dann biegst du einfach mal links ab. So. Und folgst dann einfach weit und hast du vielleicht das Gefühl, rechts abbiegen, noch da, noch da. Und machst einfach, bis du vor dem Supermarkt stehst. Du wirst feststellen, von 10 Mal findest du innerhalb von 8 Minuten oder von 10 Minuten sofort eigentlich von 10 mal 8 mal irgendwie sehr schnell einen Supermarkt. Oder
irgendwas Spannendes. Und solltest du mal aus irgendeinem Grund, soll es nicht funktioniert haben, gerade wenn man in einer fremden Stadt ist, bin ich sicher, du machst wenigstens einfach so auch mal eine neue, schöne Erfahrung. Das ist etwas, was ich mega spannend finde und auch selber manchmal wie vergesse. Wir waren gerade letztens, ich und meine Freundin waren in Deutschland einkaufen und wir wollten bei Rewe einkaufen gehen. Ich will jetzt keine Werbung für Rewe machen. Und auf jeden Fall war dann die Straße komplett gesperrt und mit meinem Navi hat es einfach gezeigt, so quasi da durch, aber die Straße war gesperrt. Und ich habe mich in der Stadt nicht ausgekannt, habe dann gedacht, okay, ich probiere jetzt irgendwie raus und rum zu fahren und so. Und irgendwie bin ich aber immer wieder auf der gesperrten Straße durch mein Navi quasi gelandet. Ja? Und dann sagt meine Freundin so, hey, benutze mal deine Intuition. Ja, dann habe ich gesagt, stimmt. Ja, hab's gemacht. Innerhalb von einer halben Minute waren wir bei Rewe. Aber wir sind wirklich irgendwie immer um Rewe rum, aber durch das Einbahn und Straßensperren und so weiter. Und es ist mega schön. Ich musste dann selber auch über mich lachen, dass wir eigentlich ein unglaublich wertvolles Tool an unserer Seite haben, aber viel zu wenig nutzen. Zum Beispiel auch, wenn du manchmal denkst, okay, ich möchte mich irgendwie vielleicht weiterbilden oder ich möchte was Spannendes lesen oder irgendwie so. Dann geh mal in eine Buchhandlung. Lass dich einfach mal von deinem Bauchgefühl führen. Und vielleicht gehst du dann nicht einfach gerade in die Esoterik-Ecke, sondern du gehst mal wirklich durch den ganzen Buchladen durch und schaust mal, wo zeigt dir dein Gefühl, dass hier was Spannendes sein könnte. Und dann lässt du dich zum Regal führen und schaust mal, welches Regal und dann am Ende zum Buch.